Viel Fußball und auch ein bisschen Boxen und Handball. Die Themen am zweiten Advent bei der Echo TV Update Sport. Und wenn alles richtig ist, sage ich herzlich willkommen zu der Echo TV Update Sport am zweiten Advent. Ich hoffe, ihr genießt diesen heutigen Tag. Gestern Nikolaus, heute zweiter Advent. Ein weihnachtliches Wochenende. Wir beginnen heute die Sendung mit viel Fußball. Es ist viel passiert an diesem Spieltag und Henrik begrüße ich direkt sofort. Wieder per Telefon zugeschaltet, kann vielleicht sein, dass ihr die Handysignale hören solltet. Sollte dies der Fall sein, tut's mir leid. Henrik, ich begrüße dich. Schönen Sonntag dir. Ja, hi. Falls ihr ihn nicht hören solltet, das Handy ist diesmal etwas weiter weg. Nicht an meiner Brust, sondern etwas weiter weg. Das haben wir vorher geprobt und es hat auch funktioniert. Hoffe ich jetzt auch, dass es jetzt, sagen wir mal, auch so funktioniert. Du hast gestern ja die Samstagsspiele und das Topspiel wohl ja auch miterlebt vom 14. Spieltag. Wir blicken mal auf die, die jetzt beispielsweise Sportschau und Sportstudio verpasst haben, einfach mal drauf. Am Freitag schon. Dortmund ist aus der Krise wohl anscheinend raus. 1:0 gegen Hoffenheim. Gewonnen gestern Mönchengladbach gegen Hertha BSC 3:2. Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg 1:3. Der VfB Stuttgart, ja. Zu Hause gegen Schalke verloren. Hugh Stevens sah wieder seine alte Mannschaft. 0:4 hat Stuttgart verloren. Der erste FC Köln hat zu Hause gegen den FC Augsburg 1:2 verloren. Paderborn gegen Freiburg unentschieden 1:1. Und am gestrigen Abendspiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen 1:0. Laut Tabelle ist aber Bayern noch nicht Herbstmeister, ne? Ja, Gott sei Dank, das will ich auch so hoffen, denn schließlich soll es noch etwas spannend werden, obwohl, wenn wir Bayern rausnehmen, ist es auch so oder so spannend, kann man auch so sagen. Aber man muss auch sagen, Dortmund am Freitag 1:0 gewonnen, verdient oder unverdient? Jetzt mal so ehrlich gesagt. Ja, das kann man auch so sagen. Also man könnte schon so ungefähr sagen, in der Bundesliga ist Dortmund aus der Krise raus, oder? Ja, man hat auch ja schon vermutet, und da will ich jetzt auch keine bestimmte bildliche Zeitung nehmen, hahaha. Und zwar hat ja eine Zeitung, die Bild-Zeitung, jetzt kann ich es doch sagen, vermutet, dass Weidenfeller nicht im Tor steht, sondern der Australier Lemerick, glaube ich, heißt der so richtig, ne? Oder so ungefähr, dass der im Tor stand. Und dann stimmte das auch, irgendwie Weidenfeller war nicht dabei, Durm nicht dabei, Ginter nicht dabei, Großkreuz nicht dabei. Hat das was gebracht oder sagen wir mal so, war das jetzt einmalig oder sagt sich jetzt Klopp doch irgendwie, auch guck mal, der Weidenfeller, ja, den lasse ich mal bis zur Rückrunde, bis zur Hinrunde mal auf der Bank und in der Rückrunde ist er dann wieder da. Oder sieht er da wohl jetzt schon wohl eine mögliche neue Nummer 1 bei Dortmund im Tor? Im Großen und Ganzen
ja nicht wirklich viel im Gegensatz zur letzten Saison verändert. Und da er, würde ich mal sagen, Fußball spielen können die alle. Nur es ist eine Blockade im Kopf, warum es momentan nicht so funktioniert. Es war natürlich gut für die Psyche, dass jetzt Freitag 3 Punkte eingefahren wurden. Aber von einer wirklichen Aufbruchsstimmung in Dortmund würde ich jetzt so noch nicht sprechen wollen. Ja, man kann es deutlich nochmal sehen. Ich blende mal die Tabelle ein, zu finden auch auf bundesliga.de. Aber ich werde ja auch nochmal die ersten 5. In dem Falle sind es ja nur die ersten 4, weil ja sich Leverkusen und Schalke ja die Punkte teilen, sind sogar torgleich. Und wenn wir jetzt mal zum Thema Schalke kommen, am kommenden Mittwoch das letzte Spiel der Champions League Gruppenphase, also letzter Spieltag in der Gruppenphase, kann man sagen, gegen Maribor. Für Schalke gut, wenn Chelsea gewinnt und Schalke selbst auch gegen Maribor gewinnt. Was schätzt du, wird das klappen? Achtelfinale oder Europa League? Oder sogar das Bitterste, was sich kein Schalker wünscht, das Aus international. Was schätzt du? Also, wenn wir jetzt mal ganz nüchtern auf die beiden Spiele schauen, würde ich sagen, vom Papier her müsste Schalke noch ins Achtelfinale kommen der Champions League. Chelsea Gruppenerster, klar, aber Schalke müsste es eigentlich schaffen, auch mit der Leistung, jetzt aus den letzten 2 Bundesligaspielen mit einem Torverhältnis von 8 zu 1, einmal jetzt gegen Mainz und dann gestern in Stuttgart, zumal Stuttgart da auch nicht wirklich ein Gegner war, es war wirklich mehr ein Trainingsspiel, aber eigentlich, da Schalke jetzt momentan sehr viel Selbstvertrauen auch betankt hat, wollte das gewonnen werden. Was natürlich dann Chelsea macht, ist spielt unter einem anderen Stern, aber normalerweise sollte es so laufen, dass Chelsea der Gruppensieger wird, beziehungsweise schon ist, und Schalke auf Platz 2 dann Chelsea ins Achtelfinale folgen wird. Aber in der Champions League wird wieder anders Fußball gespielt als in der Bundesliga, Beispiel Borussia Dortmund. Und deswegen wird man einfach abwarten müssen, was es jetzt Mittwoch bringt. Aber der Sieg gestern war für, ja, ich sag mal, für Selbstbewusstsein, jetzt gerade auch im Hinblick aufs Spiel am Mittwoch, sehr, sehr wichtig für die Schalker. Und die sollten da mit sehr viel Optimismus hinfahren, aber auch mit aller Ernsthaftigkeit und das Spiel auf gar keinen Fall unterschätzen. Ja, heute finden ja auch noch 2 Spiele statt. Wenn ihr dieses Video seht, sind die wahrscheinlich schon am Laufen, beziehungsweise sind schon gelaufen. Hamburg empfängt Mainz und Frankfurt empfängt Bremen. Ein ganz besonderes Spiel für Frankfurts Trainer Schaaf, denn er sieht seine alte Vereinsliebe wieder. Was schätzt du wohl? Wer wird heute bei diesen beiden Spielen gewinnen? Da ich eine Vorliebe habe für norddeutsche Vereine, würde ich mir natürlich wünschen, dass der HSV und auch Werder Bremen jeweils gewinnen. Ich sehe genau wie du gerade bei Frankfurt gegen Bremen mit der Ruhrbrisanz in dem Spiel. Thomas Schaaf war immerhin 40 Jahre bei Werder Bremen tätig und jetzt gegen die alte Mannschaft spielen zu müssen, zumal er noch quasi alle aus der Mannschaft kennt und Vorstand. Also den ganzen Verein in- und auswendig, aber es wird ein ganz besonderes Spiel für Thomas Schaaf auf jeden Fall. Aber er hat den Vorteil, weil er die Mannschaft gut kennt, dass er seine Frankfurter jetzt auch auf dieses Spiel sehr gut einstellen kann. Und deswegen denke ich, dass Frankfurt da in jedem Fall auch ein Heimsieg einfahren wird. Anders sehe ich es ein bisschen beim HSV. Wir sind da sowieso in dieser Saison eine ganz, ganz große Wundertüte. Und ich denke mal, Mainz wird aus dem schlechten Spiel letzte Woche auf Schalke Konsequenzen gezogen haben, Lehren gezogen haben und man wird das Spiel analysiert haben, wo auch die Schwachstellen lagen, beziehungsweise auch liegen, wo man besonders aufpassen muss. Deswegen glaube ich nicht, dass Hamburg das heute, obwohl ich vom Hamburger Sieg ausgehen werde, die werden es trotzdem nicht mit 3, 4-0 oder so, wie Schalke letzte Woche geschafft hat, ebenfalls absolvieren, sondern vielmehr denke ich, dass es ein knappes Spiel werden, weil Hamburg nach wie vor auch Probleme im Spielaufbau hat und der Zug zum Tor fehlt eindeutig und deswegen stehen die auch genau wie Borussia Dortmund fest, zu Recht immer klar noch da unten drin. Aber ich würde sagen, heute Prognose für die 2 Spiele Frankfurt schlecht, Bremen deutlich, Mainz 3 zu 0 und Hamburg gegen Mainz lege ich mich mal fest, 1 zu 1 für Hamburg. Ja, das werden wir natürlich hoffen. Ausführlich gibt es dann das Ergebnis heute Abend in einem Artikel zusammengefasst, direkt nach dem letzten Spiel an diesem 14. Spieltag. Bislang sieht es gut aus für einige Vereine. Namen muss ich nicht nennen, aber wie schon gesagt, es sind ja noch, ich glaube,
zwei, drei Spieltage bis zur Winterpause. Ich schätze, der 17. Spieltag ist schon, ja, der 17. Spieltag ist der letzte Spieltag. Da wird es dann natürlich auch schön aussehen. Dann empfängt ja Schalke Hamburg und Augsburg, ist ja mein Verein, ja, beide Vereine, Schalke und Augsburg, ja, Borussia Mönchengladbach. Und Bayern empfängt bzw. fährt nach Mainz, wie es singt und lacht. Vielleicht lachen sie noch, vielleicht auch nicht gegen Mainz. Das ist dann der letzte Spieltag in der Hinrunde. Und ja, da werden wir uns auch riesig drüber freuen über den letzten Spieltag. Das ist ja dann der letzte Spieltag vor Weihnachten noch in der Hinrunde, beziehungsweise auch in diesem Jahr, in dieser Saison. Wir werden uns ja noch öfters jetzt hören hier, Henrik. Außerdem jetzt auch noch nächste Woche wegen Champions League. Deine Prognose ist ja halt natürlich auch, also man kann es doch auch so sagen, die vier deutschen Mannschaften kommen weiter in der Europa League. Schätzt du auch, dass dort Wolfsburg und Mönchengladbach weiterkommen? Was ich dir auch noch mal kurz sagen wollte, das ist nämlich mir nämlich nie aufgefallen. Ich wusste nicht, dass Christoph Kramer eigentlich bei Gladbach, von Leverkusen, also dass er eigentlich Leverkusen, also für Bayer Leverkusen spielt, aber ausgeliehen wurde an Mönchengladbach. Das wusste ich nicht. Ja, habe ich ja auch, weil es geht ja jetzt auch um das andere Thema. Ich frage dich auch einfach mal dazu. Gestern nach dem Topspiel am Samstag, Bayern gegen Bayer, also München gegen Leverkusen, hat Simon Rolfes seinen Rücktritt für den kommenden Sommer bekannt gegeben. Zu erwarten oder, also war es eine Frage der Zeit oder ist es jetzt einfach nur so einfach gewesen? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das respektieren wir auch so. Noch bis Juli wird er dann spielen, dann zieht er sich zurück. Das hat er gestern im Interview auf Sky gesagt. Henrik, ich bedanke mich natürlich wieder für deine Expertenmeinung hier bei Dercho TV, selbstverständlich. Nächsten Sonntag hören wir uns hoffentlich nochmal. Jetzt haben wir uns zweimal jetzt nicht gehört, weil es da jetzt so die ein oder anderen technischen Probleme gab. Meine lieben Zuschauer bei YouTube, wenn es so gut geklappt hat, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn es nicht so der Fall war, Alternativen gibt es ja immer wieder, die finden wir auch. Deswegen nutzen wir jetzt diese Alternative. Ich habe ja beim letzten Mal das Handy so an der Brust gehalten, ans Mikrofon, da hat es jeden genervt. Ich habe es mir gestern auch nochmal angeguckt, die erste Folge von Update Sport. Jetzt ist es wahrscheinlich nach, ich weiß jetzt gar nicht, die vierte Ausgabe ist das, glaube ich. Ich habe es nicht mitgezählt, aber ist wahrscheinlich besser geworden. Aber trotzdem bedanke ich mich, dass du Zeit hattest, obwohl du auch mitten im Stress bist. Deswegen bedanke ich mich sehr herzlich. So eine kompetente Meinung, die findet man sehr selten, muss man ehrlich sagen. Und dass ich wenigstens so eine kompetente Meinung über Fußball habe wie dich, das finde ich immer gut. Ja gut, dann melden wir uns wohl wahrscheinlich nächsten Sonntag wieder, ne? Gut, dann bedankt und noch einen schönen zweiten Advent. Danke, tschüss. Ja, das war unser Sportexperte. Falls es deutlich besser geworden ist, als wir in der ersten Ausgabe gesagt, das habe ich mir nämlich gestern auch nochmal angeguckt, gestern Abend oder gestern früh, ich weiß gar nicht mehr, dann schreibt es unten in die Kommentare, ob es besser geworden ist. Das habe ich nämlich vor der Sendung, also vor der Aufzeichnung nochmal ausgetestet. Es müsste eigentlich jetzt so funktionieren, weil hier ist das Handy am Laptop angeschlossen, weil der Akku fast leer war. Und deswegen, wenn ihr mich gerade hier so unten drunter gefummelt gesehen habt, ich musste den Laptop am Akku aufladen. Wie schon gesagt, wir kommen jetzt zum Thema Simon Rolfes. Noch nur kurz die Meinung
noch kurz bekommen von Henrik. Ja, er beendet seine Karriere. Das hat er gestern Abend nach der 1:0, also nach dem 1:0-Sieg der Bayern in der Allianz Arena bekannt gegeben, dass er im Juli, also im Sommer 2015, also nach dieser Saison aufhören wird. Das hat er gestern bei Sky im Interview gesagt. Für seine Zeit nach der Profikarriere hat der ehemalige Nationalspieler auch schon Pläne. Er sagte: "Ich mache mich als Karrieremanager selbstständig. Klienten habe aber er derzeit noch keine. Mal gucken, vielleicht kommt oder der ein oder andere bekannte Mannschaftskollege, Ex-Mannschaftskollege sogar noch dazu." Für Bayer Leverkusen spielt er seit 2005 und hat bislang 353 Bundesligaspiele für die Werkself aus Leverkusen bestritten. Und derweil ist die mögliche der ausgeliehene Weltmeister von ba Borussia Mönchengladbach, nämlich Christoph Kramer, was ich jetzt selbst nicht wusste, ist mir auch neu, wird dann wohl der Nachfolger von Simon Rolfes sein in der Startelf. Denn Kramer steht bei Leverkusen noch bis 2017 unter Vertrag und ist ja jetzt zum 1. Juli 2015 wieder dann in Leverkusen, also sprich von Grün. Schwarz, weiß-schwarz, ungefähr halt ne, zebramäßig zu den Roten, dann halt wieder zurück. Und deswegen heißt es dann auch so von dieser Erklärung aus, dass das auch so laufen wird. Wir kommen zu den News der Woche. Es sind wenige, wie schon gesagt, heute etwas mehr Fußball wieder. Fußball, König Fußball regiert die Welt, aber wir kommen zu weiteren Meldungen, die auch außerhalb des Sports sind. Der Deutsche Olympische Sportbund hat in Dresden gestern beschlossen, dass Deutschland sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 bewerben will. Die Frage steht noch aus, welche Stadt das machen wird. Zur Auswahl stehen zwei Städte. Die Entscheidung dort fällt am 21. März 2015. Entweder wird Hamburg oder Berlin. Außerdem wurde auch der neue Präsident Alfons Hörmann gewählt. Er sagte auch in einer Rede, Deutschland kann Olympische und Paralympische Spiele machen. Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden ja 2016 in Rio statt. 2020 ist, glaube ich, noch gar nicht entschieden. Weiß ich gerade jetzt so aus neuesten, also reiner Intuition nicht. Aber Deutschland will sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 bewerben. Das Lustigste dabei ist, zur selben Zeit will sich ja auch der DFB für die deutsche, also für die Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft 2024 bewerben. Ob dann beides an Deutschland geht, das wird wahrscheinlich ein super Jahr für die Deutschen. Kommen wir wieder zurück zum Fußball. In einer Erklärung bzw. nach Meldungen von vielen Sportmedien wie auch von Sky Sport News HD am Donnerstag kam raus, dass die Fußball-Bundesliga die Torlinientechnik einführen wird. Eine Mehrheit von 2/3 ist nachdem erreicht worden. Offiziell wurde das etwas später genannt. Mindestens 12 Vereine, so hieß es laut SSNHD, haben dafür gestimmt. Letzte Woche schon hat der Pay-TV-Sender nämlich eine Umfrage gestartet. 11 Clubs waren dafür. Ein weiterer Verein hat auch noch ja gesagt. Die Torlinientechnik wurde das erste Mal schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft im letzten Sommer eingeführt und auch eingesetzt und hat sich auch bewährt. Kommen wir weiterhin wieder jetzt auch weiterhin Bundesliga. Der FC Augsburg hat sich von seinem Präsidenten Walter Seinsch verabschiedet. Er ist bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend zurückgetreten. Das gab der 73-Jährige bekannt. Aus gesundheitlichen Gründen verlässt er den Bundesligisten, den er von 2000 an geführt hatte. Sein Nachfolger wird sein Stellvertreter Klaus Hoffmann, der damals Seinsch ist Augsburg von der 4. Liga in die 1. Liga aufgestiegen und spielt bis jetzt auch noch immer noch eine der besten Saisonspiele, also besten Spiele in der Vereinsgeschichte. Von einem Verein zum nächsten. Schalke 04 buhlt weiterhin um seinen niederländischen Torjäger Klaas-Jan Huntelaar. Ihn bietet man nun einen Rentenvertrag an, sprich, er könnte seine Karriere bei Schalke beenden. Sportvorstand Horst Held sagte in dieser Woche zur Sportbild: "Wir möchten, dass er seine Karriere auf Schalke beendet. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus." Und am letzten Samstag schon hat er nämlich am 13. Spieltag gegen Mainz 4:1 die 3 Tore geschossen. Er hat schon mehr als 101 Tor für die Schalker aus Gelsenkirchen geschossen. Und vielleicht werden es sogar deutlich mehr.
Und das war es auch jetzt von den News der Woche. Mehr News natürlich gibt es auch auf www.derchotv.wordpress.com und am Abend selbstverständlich auch noch die Zusammenfassung nochmal des 14. Spieltags mit den letzten beiden Ergebnissen der Fußball-Bundesliga. Wir kommen jetzt zu anderen Sportarten, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Einerseits Boxen, andererseits Handball, weil ich mir selbst bei der Vorbereitung gesagt habe, bisschen Fußball, ein bisschen zu viel Fußball, muss man eigentlich sagen. Deswegen geht es ums Boxen und zwar geht es direkt um einen Kampf von gestern Abend. Jürgen Brämer nämlich hat gestern Abend in Oldenburg seinen Titel als Weltmeister im Halbschwergewicht erfolgreich verteidigen können. Der Kampf ging nämlich nur eine einzige Runde und war nach 43 Sekunden schon entschieden. Ja, der 45. Sieg in seinem 47. Profikampf für den 36-Jährigen. Trotz meiner harten Vorbereitung habe ich mich in den Ringen sehr frisch gefühlt, so der Rechtsaußenleger. Der nächste Kampf Bremers ist für Ende März geplant, am 21. genauer gesagt in Rostock. Zuvor hatte auch also der Herausforderer war nämlich Paweł Glatzniewski aus Polen, nach 43 Sekunden per Leberhaken K.O. gegangen. Das ging recht schnell. Ich weiß gar nicht, wie der Rekord liegt. Aber naja, gefreut hat sich natürlich auch noch ein Hamburger, der heute noch einen Sieg einbringen muss, und zwar nämlich Lewis Holtby. Der hat nämlich über Twitter geschrieben, gestern Abend um 23:30 Uhr, klasse Jürgen, danke, jetzt Youngish Nabet, hahaha, kurz und knackig, das ist auch über ihn auf seiner Facebook-Seite zu lesen, von Lewis Holtby, dem Hamburger Spieler. Zuvor hatte er nämlich schon, davor gab es nämlich noch einen Boxkampf, und zwar nämlich um den EM-Titel im Halbmittelgewicht. Dort hat nämlich Jack Klukay seinen Titel erfolgreich verteidigen können. Mit einem einstimmigen Punktsieg behielt der Darmstädter nach 12 Runden gegen Karim Medjoud aus Frankreich die Oberhand. Das ist natürlich auch eine tolle Nachricht. Es geht wieder um den Ball, aber nicht um den Fuß, sondern um den Hand, nämlich Handball. Und dort empfängt nämlich die SG Flensburg-Handewitt den Hamburger Sportverein und dessen Trainer, der hier auf diesem Bild etwas, sagen wir mal, irre guckt. Der Typ mit dem irren Blick aus Hamburg, kann man sagen. Das zweite Duell zweier Champions League-Sieger. Flensburg ist amtierender Champions League-Sieger im Handball. Hamburg, der HSV Handball, also der Hamburger SV im Handball, hat 2013 sich die Europakrone aufsetzen können. Unter der Woche glänzte der Torwart der Flensburger Matthias Andersson beim 27:22 Erfolg gegen Schwedens Meister Alingas HK und sicherte der SG den erneuten Achtelfinaleinzug in der Handball Champions League. Auch in der Bundesliga sind die Nordländer derzeit sehr erfolgreich und wollen ihre Serie gegen den HSV auf 5 Siege in Folge nun ausbauen. In der Hölle Nord, mit deren Betreiber die Zusammenarbeit bis 2017 verlängert wurde, hat die SG erst eine Saisonniederlage erlitten können, nicht so wie Hamburg. Hamburg hat nämlich 7 Niederlagen hintereinander kassierte 7 Niederlagen, so muss man das sagen. Zuletzt konnte man mit einer knappen 21:20 Sieg gegen den Bergischen HC feiern. Ist das natürlich auch wieder mal bitter. Naja, das ist der Sport, den wir lieben. Also was ganz Besonderes, so kann man das sagen. Ja, wir kommen nun zu unserem Adventspecial. Wie ihr wisst, heute ist der zweite Advent. Die zweite Kerze habe ich angezündet. Vor der Aufzeichnung ist mir aufgefallen, ups, ich habe vergessen. Ne, deswegen habe ich ja gesagt, es gibt immer ein Advents-Special irgendwie in dieser Sendung mit eingebaut. Aber ich habe mir natürlich gesagt, naja, es muss zum Thema Sport sein. Weil es kann jetzt nicht nur unbedingt immer irgendwie was sein, wenn jetzt sonntags eine Mediensendung kommen würde, dann würde ich sagen, irgendwas Medienhaftiges, könnte man beispielsweise sagen. Oder natürlich, ganz anders gesagt, würde Aktuelles am Sonntag stattfinden, dann wäre es irgendwas gewesen. Also ich habe mir aber gesagt, das ist eine Sportsendung, also was Sportliches. Und daher, dass ich diesen Adventskalender auch mitmache und für einen Adventskalender, der ja am Montag angefangen hat, ein bisschen zu spät ist, habe ich mir gedacht, naja, mach's denn trotzdem. Deswegen werde ich den auch verlinken. Und zwar habe ich jetzt die eine Meldung weggemacht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Für die Top-Themen bzw. für die großen Themen hier habe ich alles unten natürlich verlinkt, außer natürlich selbstverständlich alles andere, denn es geht um den DFB-Adventskalender 2014, also der Adventskalender vom Deutschen Fußballbund. Die ersten 6 Tore sind hier schon geöffnet. Eins ist natürlich Pflicht bei diesem Adventskalender: Ihr müsst euch kostenlos anmelden, sei es über euer Facebook-Konto, was glaube ich geht, oder sogar irgendwie über
Über den, ja, ich weiß gar nicht, über Twitter glaube ich auch, aber so könnt ihr euch anmelden. Die Anmeldung ist kostenlos. Wenn ihr euch anmeldet, dann denkt bitte daran, ich zeige es euch mal kurz bei meinem DFB, also service.dfb.de. Ich bin bereits angemeldet, kann man dort sehen. Ich müsste mich jetzt auch mal kurz ausloggen, wenn ich das sehen könnte. Kann ich leider jetzt nicht zeigen. Ja, ich weiß, dass ich bereits angemeldet bin, aber man kann sich auch über Facebook hier nur anmelden. Also wenn man sich angemeldet hat, kann man dann natürlich gewinnen. Und heute beispielsweise im siebten Türchen gibt es einen DFB-Tischkicker zu gewinnen. Und morgen, da kann ich auch schon mal drauf gucken. Ich wollte auf morgen gucken. Ja, das zeigt er mir nicht. Also morgen müsst ihr dann selbst gucken. Derweil gab es jetzt auch Tickets für, also letzte Woche zum ersten Advent gab es Tickets sogar für ein DFB-Spiel. Dann gab es Trikots von der Männernationalmannschaft, Frauennationalmannschaft und natürlich auch derweil vieles mehr. Also wie schon gesagt, solche Adventskalender sind immer wieder schön. Deswegen, das ist mein kleiner Weihnachtstipp für euch. Also den werde ich auch natürlich unten noch in der Videobeschreibung oder unter dem Video auf derchotv.wordpress.com auch noch verlinken. Wenn ich schon bei Adventskalender bin, möchte ich auch auf unseren Adventskalender darauf hinweisen. Derchotv.wordpress.com ist die Adresse für den Derchotv Adventskalender. Nein, ich wollte nicht YouTube öffnen, ich wollte die WordPress-Seite öffnen. Und dann geht ihr einfach auf events@derchotv. Ich muss nochmal darauf hinweisen. Events@derchotv, klickt hier auf Adventskalender 2014 und schwuppdiwupp findet ihr hier alle Türchen, hier unter anderem jetzt das siebte Türchen, ein lustiges Video von nichtlustig.de. Nennt sich lustiges Video, aber ist nicht lustig. Naja, wie auch immer. Braucht jetzt ein bisschen zum Laden. Es liegt einfach daran, wenn es bei euch etwas schlimm lädt, das liegt daran, dass beispielsweise auf der Seite Schnee ist. Ihr seht das wahrscheinlich hier oben, das bewegt sich dann in die gegengesetzte Richtung, wo eure Maus ist. Hier beispielsweise letzte Türchen, das heutige Türchen, gestern natürlich dann das erste Video von Route.de, nee, das zweite, glaube ich, oder dritte Video, ich weiß es gar nicht. Also gibt es dann alle Videos im Überblick, also es ist nicht direkt dann sofort verschwunden, nein, es ist dann noch da, also habt ihr noch eine Möglichkeit. Außerdem habe ich jetzt gestern eingeführt den Countdown zur letzten Wetten, dass Sendung. Ich habe es ja angekündigt, am Samstag bei Update Medien gibt es ein Special, so ein kleines Special zum Abschied von Wetten, dass. Wir blicken auf die Geschichte zurück, wir blicken auf die spektakulärsten Wetten zurück, auf die Moderatoren. Also so ein kleines Special wird es sein, natürlich mit normaler Sendung. So viel sei dazu gesagt. Außerdem gibt es morgen, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, den ersten Jahresrückblick von der Echo TV, Teil 1. Es sind vier Teile. Politik kommt morgen, nächste Woche kommt Medien, dann vor Weihnachten kommt Sport und vor dem Jahreswechsel kommt der interne Jahresrückblick, die Bilanz für 2014 von der Echo TV. Der Echo TV hat es endlich mal geschafft, ein ganzes Jahr lang hier mal voll zu kriegen. Sonst, seitdem ich ja hier das mit der Marke der Echo TV mache, war es ja nicht ganz ein Jahr. War, naja, was soll's. So, 30 Minuten kriege ich doch nicht voll. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen guten Wochenstart in die zweite Dezemberwoche. Schönen zweiten Advent. Heute Abend noch ein Jahresrückblick bei RTL, nämlich Menschenbilder, Emotionen. Solltet ihr dieses Video nicht am heutigen Sonntag gucken, am zweiten Advent, wünsche ich euch trotzdem noch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.